Tja, Hallöchen, hier ist er wieder, der Hans Dampf. Willkommen auf meinem Kanal mit einer Ruckzuck-Vorstellung, neue Mod-Vorstellung. Ich habe gefunden, einen neuen Mod. Ein Kleinmod, wollen wir mal so sagen. Den Star. Ja, entweder Russisch oder Polnisch. So sieht er aus im Einzelnen. Und wir gehen mal ins Menü zum Händler. Kann euch sagen, der ist nicht teuer. Und wir müssen bei Scania gucken. Der steckt bei Scania, da ist er. Ausführung ändern. Ja, was können wir hier machen? Chassis können wir ändern. So, dass ihr das seht. Hier. Einmal so Schräglage. Dann gerade. Mit Aufbau. Oder geländegängig. Ich sag mal, wir machen den hier gerade. Da können wir nichts ändern. Motor, ganz viele. 125, 150, 150 und 170. Natürlich müssen wir hier das Beste. Hier drei verschiedene Getriebe. Eine kostet mehr als das andere. Wir nehmen natürlich der teuerste. Weil wir auch den anderen Motor haben, nicht den dicken. Ne? So, Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Ah, komm, egal. So, das sind unsere Anbauteile. Hier haben wir den da. Moderne Plane. Zack, zack. Oder hier, mit Gelumpe drauf. Ich sag mal, machen wir so nie. Hier können wir auf der Tür irgendwas drauf kleistern. Na komm schon. Kann man kaum sehen. Da. Ach, wir machen mal. Ist egal, was drauf. Ne? Hier können wir die Spiegel farbig gestalten. Hier ADR. Hier haben wir auch was. Hier können wir die Stoßstange verändern. Wir nehmen mal das Beste. So, hier wollen wir was, ein bisschen Licht dran haben. Ne? Ist ja logisch. Nicht zu teuer. 1000 Euro. Ein so ein Ding, ich fasse es hier nicht. So. Das kann jeder machen, wie er will. Muss man nicht, kann man. Achso, das hat man eben gehabt, das war das da. Hier können wir eine Sonnenblende, hier so irgendwo ein Streifen da oder was. Oh ja. Aus dem Jahr 1988. Hier können wir rundum Licht drauf machen. Ist ganz gewaltig. Einmal vorne oder einmal hinten hier. Das ist eigentlich, ich sag mal, wurscht. Wurscht, wurscht. Wir müssen dran machen da irgendwie. Wir machen eine da. Eine da. So, und dann machen wir noch eine Hupe. Eine da. Eine da. Nee, geht nicht. Weil die in den Rundumlichter drin sind, machen wir die da hin. So. Und hier, ich weiß,
Vielleicht haben das welche. Das ist auch ein Mod. Den müsst ihr euch dann irgendwie suchen da, ne? Flak nennt sich das. So. Weil das ist ein Russending und das bleibt ein Russending in meinen Augen. So, und hier haben wir jetzt noch hinten. Können wir noch farblich gestalten hier. Entweder so. Oder? So. Oh, das war es eigentlich. Wir können ihn auch noch rauchen lassen, aber finde ich nicht so gut. Hier drinnen. Hier können wir Krempel drauf machen oder ein Funkgerät. Und sonst, ja. Sonst sieht er so aus wie der Matz. MAZ. Dieses russische Teil. Das war's eigentlich hier mit denen. Mehr können wir hier nicht machen, oder? Nee, das ist einmal rauchen, einmal das. Das haben wir auch. Ja, wir sind eigentlich durch damit. Ja, und er ist billig. 52.171. Also, was für die klamme Kasse. So, ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Ich habe ihn ja schon hier. Und deswegen, jetzt machen wir noch einen kurzen Soundcheck. Hört sich natürlich alles an, ne? So. Rundumlichter wie die Russen. So. Anlassen. Vorstellung und ich sage dann mal Dankeschön für das Interesse. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Follow oder ein Abo und der Hansdampf verabschiedet sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Arrivederci. Macht's gut, Nachbarn.